Hallo Daniela, danke vielmals, dass du dir extra Zeit genommen hast für das Interview. Du bist momentan an einem Projekt dran, jeder Mensch ist schön. Könntest du uns ein bisschen mehr darüber erzählen? Ja, also ich denke, das Schönste für einen Fotograf ist einfach immer, wenn man Fotos machen kann von einem Menschen, der ein bisschen schüch ist, nicht ganz so zufrieden ist mit sich, weil man einfach die Möglichkeit hat, ihm für einen kurzen Moment seine Augen auszulehnen und wirklich zeigen, dass er schön ist, so wie er ist. Und dass es gar keinen Grund gibt, irgendwie mit sich zu schimpfen und unzufrieden zu sein. Weil wenn ich einem Menschen sage, du bist schön, so wie du bist, dann sagt er, ach, das sagst du nur, weil du nicht wettisch sein. Aber Fotos geben mir einfach die Möglichkeit, das ihm zeigen zu können. Und da gibt es kein Gegenargument. Weil man hat schwarz auf weiß sozusagen. Ja. Und so ist eigentlich das Projekt entstanden, weil ich halt Freude daran habe. Also, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Also was hat die Idee dazu gegeben? Ja, eben genau das. Es macht einfach mega Freude, wirklich Menschen happy zu machen, sage ich mal, mit einem Shooting. Man kann so viel auslösen bei ihnen, ihnen so viel Selbstvertrauen geben. Und gerade wenn man vielleicht nicht dem gängigen Schönheitsideal entspricht, macht man sich immer wieder Gedanken und dort ist zu viel, dort ist zu wenig. Oder wenn man Narben hat, Verbrennungen, all das sind Sachen. Wie viele Leute hast du denn bis jetzt schon fotografiert zu dem Projekt? Oh, ich glaube mittlerweile sind es 6. Es ist halt leider begrenzt. Ich mache es halt in meiner Freizeit. Und ich führe halt Vorgespräche mit den Leuten. Das geht immer so 2 Stunden ungefähr, dass man sich erst einmal kennenlernen kann, dass sie überhaupt einmal schauen können, wer bin ich überhaupt und wie sieht das Studio aus, was habe ich vor. Weil es braucht natürlich schon immer ein bisschen Überwindung für die Leute. Das ist natürlich klar. Und wegen dem wollte ich mir einfach genug Zeit nehmen für das. So kann ich vielleicht im Monat 1 bis 2 Shootings machen. Das ist so realistisch. Denn, weil auch beim Shooting wollte ich nicht pressieren. Also ich nehme mir dann den ganzen Tag Zeit. Weil es braucht einfach auch ein bisschen Zeit zum warm werden, sich wohlfühlen vor der Kamera. Und dass man mich einfach vergessen tut, dass ich die böse Kamera in der Hand habe und am Schauen bin. Das ist einfach wirklich schön, dann zu sehen, wie sich das auch entwickelt während dem Shooting. Also am Anfang sind sie häufig noch schüch, wenn sie reinkommen. Und dann macht man ein paar Bildchen, zeigt sie ihnen und urplötzlich denkt sie, oh, was, das bin ich? So kann ich aussehen, wow, hätte ich gar nicht gedacht. Und dann spürt man richtig, wie sich etwas verändert bei ihnen. Ich sage immer, am Anfang ist es wie so eine Knospe, die reinkommt und während des Shootings fängt sie an aufzugehen und irgendwann ist es einfach eine wunderschöne Blüte. Sie sind bei sich angekommen und merken irgendwann wirklich, hey, wow, das bin ich und das ist wirklich schön, so wie es ist. Und der Moment ist einfach kostbar, den kann man nicht zahlen. Und das ist das, was mich halt happy macht an diesem Projekt. Auf was schaust du so? Also wie wählst du die Leute aus? Im Prinzip soll es einfach facettenreich sein. Also mir ist einfach wichtig, möglichst viele verschiedene Arten von Handicaps zu zeigen bei diesem Projekt. Dass es nicht so einseitig ist, sondern dass man wirklich kann zeigen, jeder Mensch ist schön, gleich welches Handicap. Oder ob Narben, Verbrennungen. Und insofern versuche ich es eigentlich in Anführungszeichen zu limitieren. Also ich sage so pro Handicap fotografiere ich momentan 2 Leute, Mann, Frau oder Kind. Und dann versuche ich ein anderes Handicap zu fotografieren. Genau. Und insofern, es gibt keine Altersbeschränkung. Einfach natürlich, wenn sie jung sind, müssen die Eltern natürlich einverstanden sein. Das ist wichtig. Und da ist mir auch wichtig, dass sie mitkommen und sich auch als in Ruhe anschauen und mich kennenlernen oder auch beim Shooting dabei sind. Und insofern gibt es eigentlich in dem Sinn keine Auswahlkriterien. Also man muss nichts erfüllen, kein bestimmtes Geschlecht haben, keine bestimmte Größe oder Haarfarbe. Das ist völlig gleich. Man kann ja für das Projekt auch spenden, also es unterstützen. Was kannst du jetzt da dazu sagen? Ja, also eben, ich mache es in meiner Freizeit und auf meine eigenen Kosten. Und es fallen natürlich Kosten an, wie zum Beispiel, dass mein Studio leider nicht barrierefrei ist, also nicht zugänglich ist für Rollstuhlfahrer. Das heisst, ich miete extern ein Studio, wenn später eben eine Ausstellung
entsteht, dann kommen die Druckkosten dazu, dass man Räumlichkeiten mietet. Mhm. Ja, und für das bin ich froh über jeden Rappen sozusagen, wo Leute spenden und Lust haben, das Projekt zu unterstützen. Also man muss jetzt auch nicht, ich weiss nicht, wie viele Tausende Franken spenden. Ein Franken ist auch super, also da gibt es keine limitierenden Faktoren. Da sieht man alles auf der Webseite? Genau, also auf meiner Startpage unter www.danielafricke.ch sieht man gerade das eigene Projekt, den Punkt. Und dort stehen alle Infos und ja, auch Kontodaten, aber auch, wenn ich noch fotografieren würde, was passiert mit den Fotos, wie läuft das Shooting ab. Also dort findet man wirklich eigentlich alle Infos. Und wenn man gleich noch Fragen hat, dann ja, kann man mir gerne einfach schreiben. Wie lange denkst du jetzt, das Projekt noch weiterzumachen? Am liebsten würde ich jeden Tag shooten, muss ich sagen. Viel eben, es gibt mir auch selber so viel. Und ich lerne mega viel dabei, bei jedem Shooting. Werden auch meine Fragen beantwortet. Das Schöne bei diesem Projekt ist ja, dass wir nicht nur Fotos machen, sondern dass sie auch jeweils etwas dazu schreiben, was ihnen wichtig ist. Und ja, ich lerne bei jedem Shooting wieder etwas dazu. Auch ja, Fragen, die ich hatte, darf man jetzt jemanden im Rollstuhl Türen aufheben oder nicht? Oder wie sieht das aus? Logischerweise sind wir unsicher im Umgang miteinander häufig. Ja, wann lernen wir das auch? Also, das ist noch schwierig. Und wegen dem, ja, ich glaube, wir haben nie alle Fragen beantwortet. Ich würde am liebsten ewig weitermachen. Aber der erste Meilenstein ist jetzt erst einmal genug Bildchen zusammenbringen für eine Ausstellung. Mhm. Und ja, nachher, momentan fotografiere ich halt alle im Studio, weil ich mich gerne auf den Menschen konzentrieren und nichts rundherum haben, das ablenkt. Und nachher, was mich mega fasziniert, wäre eben auch noch Sport. In diesem Bereich, weil ich zum Beispiel einen Bewerber habe, der im Rollstuhl sitzt und wirklich auch Downhill macht und ja, Skifahrt, alles Mögliche. Und das ist auch wirklich noch ein Thema, das mich mega interessieren würde. Okay, und alle Bilder sind dann auf der Webseite? Genau, also ich tue sie auf meine Webseite und auch auf Facebook, weil dort ist einfach schön, dass Leute gerade ein Feedback schreiben können. Also ich sage immer, auf der Straße fallen einem immer die Leute auf, die ein bisschen, ja, vielleicht dumm reinschauen oder einen blöden Kommentar abgeben. Aber all die Leute, die einem vorbeilaufen und denken, oh, wow, was für ein schöner Mensch, oder einfach positiv eingestellt sind, die sieht man häufig gar nicht. Und das gibt ihnen einfach eine Plattform, wo auch sie mal ein Feedback hinterlassen können. Und ich denke, das ist für beide Seiten einfach wunderbar, weil ja, sie dann auch endlich einmal positives Feedback bekommen und merken, hey, es gibt noch tausend andere Leute, die mich schön finden, so wie ich bin, und die gar nicht irgendwie einen blöden Spruch machen, sozusagen. Und ja, auch für Leute ohne Handicap habe ich müssen feststellen, ich habe so viele Leute, die mir geschrieben haben jetzt, und sich bedankt haben, eben weil man ihnen die Fragen beantwortet, wo sie immer hatten und es nie eine Plattform gegeben hat, wo man mal einfach hätte können ungeniert dürfen fragen, weil das macht man ja nicht auf der Straße jetzt, einfach irgendjemand ansprechen, wo man nicht kennt, gleich ob mit oder ohne Handicap, da hat man einfach ein bisschen Hemmungen. Und auf Facebook hat man dann halt auch wirklich einfach mal die Möglichkeit, ein bisschen Fragen stellen und seinen Kommentar abgeben und ein bisschen Barrieren abbauen. Und das ist das, was ich bei der Ausstellung eben auch gerne machen würde, dass am ersten Tag, wenn möglich, wirklich alle dabei sind, die mitgemacht haben bei diesem Projekt. Also, wann ist denn die Ausstellung? Es ist momentan eben, wie gesagt, noch in der Phase, dass ich erst einmal genug Material sammeln muss. Und wenn ich das zusammen habe, dann kann ich mein Projekt vorstellen bei Leuten und sagen, hey, darf ich bei euch eine Ausstellung machen? Ja. Und ja, ich freue mich schon mega drauf. Also es sieht extrem gut aus, dass es irgendwann so weit wird sein. Und hast du noch andere Projekte im Kopf, die du willst gerne verwirklichen in der nächsten Zeit? Oder ist das, du dich momentan nur auf das konzentrieren? Also momentan konzentriere ich mich voll auf das Projekt jetzt erst einmal. Weil eben, es ist zeitintensiv und ich wollte mich auch dem können widmen und dem gerecht werden und nicht noch tausend andere Sachen nebenbei machen, weil dann würde ich es halbherzig machen. Das ist nicht so mein Ding. Jetzt habe ich gesagt, jetzt mache ich erst einmal das
Und dann nachher, wie gesagt, kommt dann eben, denke ich jedenfalls noch, das mit dem Sport, wo mich wirklich würde faszinieren. Also ich meine, man kann das Projekt ja im Prinzip endlos weiter ausbauen. Vielleicht auch mal ein Buch zum Beispiel machen, weil dort hat man auch die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu schreiben. Momentan hat halt jeder eine vier Seiten, aber ich merke eben, wie viele Fragen es sind auf beiden Seiten. Und ja, ich denke, da kann man noch viel, viel mehr mitteilen. Ja, danke vielmals.